Und damit hallo und herzlich willkommen zum Analysenvideo des zweiten Spieltags der Gruppe D Wild Ditto vs. Cleopat. Ja, das Video wird heute, glaube ich, super kurz, nur ein ganz paar wenige Minuten, einfach aus dem Grund, das erste Spiel haben wir ja nicht wirklich gesehen, da haben wir nur die erste Runde gesehen, dementsprechend ist da nicht viel zu analysieren, meiner Meinung nach. Im zweiten Spiel ist meiner Meinung nach auch ein bisschen schwer, viel zu analysieren, weil dort viele Karten auch dabei waren, also weil das ja ganz ja vor dem Patch gespielt wurde und da auch viele Karten mit drin waren, die nach dem Patch halt jetzt komplett unterschiedliche oder komplett andere Funktionsweisen haben. Dementsprechend lohnt sich da jetzt auch keine wirklich tiefergehende Analyse, weil von den meisten Karten, die gespielt wurden, oder von einigen Karten, die gespielt wurden, eine ganze Menge schon inzwischen komplett andere Effekte haben und da lohnt sich jetzt keine große Analyse. Worauf ich allerdings tatsächlich nochmal eingehen wollte, und das fand ich nämlich super interessant, war das dritte Spiel zwischen Wild Ditto und Cleopat. Und das war ja so eine Art Mirror-Match zwischen zwei skellige Decks. Und auch wenn es erstmal nicht so aussieht, das war ja wirklich ein Mirror-Match, denn beide Spieler haben ja im Prinzip mit den Großschwertern gespielt und den Dämonenboten, die ja die Fähigkeit haben, der Einheit zu ihrer Rechten Schaden zu machen, und die Großschwerter legt man dann dahin und dann werden die Großstärker mit der Zeit stärker, weil die sich immer wieder heilen und so weiter und so fort. Und ich lasse hier nur mal ganz kurz den Anfang nochmal laufen, denn was wir sehen, der große Unterschied ist eigentlich nur, glaube ich, in diesen beiden Decks, also vielleicht mal von der Triss abgesehen, ich glaube, die hat Cleopat auch nicht in seinem Deck gehabt, aber ansonsten ist der große Unterschied eigentlich die Eröffnung und dementsprechend die Anführer. Cleopat setzt auf eine flotte Eröffnung, sag ich mal, mit zwei Carryovern und einer Goldkarte, die dann gleich 12 Punkte bringt, um den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen, während sich, während Wild Ditto auf die typische Uncrate-Kombination setzt, bei dem er mit Krach sich eins der Großschwerter direkt aus dem Deck holt, das nämlich dann gleich auf 10 stärkt und dann einfach sein Boot ransetzt. Und im Endeffekt muss man sagen, dass, glaube ich, in diesem Spiel am Ende wirklich die Anführer den Unterschied gemacht haben, denn, seien wir mal ganz ehrlich, beide spielten eine ähnliche Strategie. Und ich glaube, am Ende war es wirklich der Unterschied, was die Anführer waren, weil, also es waren bestimmt auch noch Unterschiede darin, wer welche Karten jetzt auf der Hand hatte, das kann man aber nicht so ganz, das kann man aber nur so bedingt analysieren. Nichtsdestotrotz wissen wir aber, dass Wild Ditto einfach, weil er viel schneller auf sein Uncrate-Großschwert spielt als Cleopat, weil er das sofort mit dem Krach Uncrate rausholt, während Cleopat erstmal mit seinem Bran oder ihrem Bran erstmal drei andere Karten verwirft, hat Wild Ditto einfach diesen riesen Vorteil gehabt, dass er ja sein Großschwert deutlich schneller auf hohe Zahlen gebracht hat, im Gegensatz zu Cleopat. Cleopat hatte in der letzten Runde ein 12er Großschwert, das sie wiederbeleben konnte, während Wild Ditto ein 26er Großschwert hatte. Und das ist einfach dann der riesige Unterschied. Mal davon abgesehen, dass die 6 Schaden hier von der Goldkarte nichts gemacht haben, weil sich das Großschwert einfach wieder heilt. Es ist einfach, ich glaube hier tatsächlich, dieser Start mit dem Verwerfen der drei Karten ist an sich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man ein skellige Deck haben will, das eine zweite lange Runde haben will, was ja eigentlich auch stimmt für das Großschwertdeck. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass sich der Uncrate-Anführer, also Krach Uncrate, deutlich mehr lohnt, weil man safe auch wirklich ein Großschwert rauskriegt, das auch gleich um 2 gestärkt ist. Dementsprechend hat man diesen riesigen Vorteil, dass man gleich mit einem stärkeren Großschwert startet und auch direkt in der zweiten Runde anfangen kann mit dem Stärken des Großschwerts, was ja bei Cleopat dann erst viel, viel später begonnen hat. Das ist, denke ich, tatsächlich das, was diesen Spieltag ausgemacht hat. Im Endeffekt ist es natürlich aber nicht falsch, wie gesagt, auch mit einem Bran zu starten. Ich meine, das Matchup war ja auch ein bisschen ungünstig. Wie gesagt, normalerweise bringt die Goldkarte ja dann lockere 12 Punkte. Damit kann man den Gegner schon mal sehr gut unter Druck setzen. Außerdem hat man den Vorteil, dass man gleich einen Carryover mit Morgwag hat, womit man den Gegner in der zweiten Runde eventuell dazu zwingen kann, nicht zu passen oder nicht sofort zu passen, was ja immer eine wichtige Sache sein kann.
Und dementsprechend, die Eröffnung ist sicher nicht schlecht. In einem Mirror-Matchup ist aber tatsächlich, glaube ich, die Strategie von Wild Ditto besser, weil er einfach viel schneller an Punkte kommt. Weil dieses ganze Deck braucht ja sowieso immer ein bisschen länger mit Punkten. Und ja, im Endeffekt war es, glaube ich, das, was dann am Ende den Unterschied gebracht hat. Und ja, im Endeffekt war es das auch schon wieder, weil das ganze Spiel über wurden nicht wirklich viele Fehler gemacht. Beide haben einfach ihren Stiefel runtergespielt und das war es im Endeffekt dann auch. Und dementsprechend kann man auch nicht viel mehr über das Spiel sagen. Aber das war tatsächlich eine Sache, die ich gerne nochmal anbringen wollte.